So, dann herzlich willkommen zu unserem Let's Play zu dem Spiel Mule, was 1983 von Electronic Arts herausgegeben wurde, soweit ich Okay. weiß. Naja, steht auch dort. Steht da. Ja, License from Electronic Arts. Also, hey Leute, Bill, Anton hier. Wir machen heute ein Let's Play von Mew, altes Atari-Spiel. Wir spielen es auf den NES-Emulator, also bessere Grafik und so weiter. Sollte für euch und sollte für uns beide besser sein, oder? So, Jo. lass uns mal anfangen, okay? Also ich Also, bin Spieler 1. ja, du bist Spieler 1, ich bin Spieler 2, ich bin der zweite Person. Also, wir spielen es auf Beginner, weil wir schlecht sind. Wir wollen das Spiel nur spielen. Okay, das ist einfach eine Wen fange Charakter, ich jetzt deine an oder Rasse. fängst du Ne, an? naja, du kannst anfangen. Du bist Player 1. Wähle Ich deine suche mir jetzt Charakter. was aus. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe schon ein wenig in das Spiel eingespielt. Die Rassen kenne ich ungefähr. Jede Rasse hat einen Effekt wirklich, ja, Effekt wirklich. Also was sind Hier das? stehen einfach ihre Info auf Englisch. Von der Nelki Gabs. Gallimar. Ja, Gallimar. Ja. Wähle einen Charakter und einfach das hier drücken. Dann nehme ich mal hier diesen Gallimar. Okay, Gallimar. Das hier. Du bist jetzt Purple Gallimar. Sehr, sehr gut. Und ich bin Blue. Also entweder Bonzoid oder Flapper, aber da Flapper 600 extra Gold bekommt. Ey, 600. Okay, tut mir leid. Das ist ein wenig Schummeln. Ich kenne das irgendwie interessant sein. Also, das ist der Summary, das ist ganz am Anfang und so weiter. Unsere Arbeit, also unser Ziel in diesem Spiel ist es, 12 Monate mit 4 anderen Idioten zu überleben. Okay. Ja, und wer am Ende das meiste Geld hat oder Das Toto? bist du, gell? Du hast Ja, 600 Gold mehr. ich bin der Flapper, du bist der hier. Also du bist ganz unten, ich bin der Blaue, du bist der Lilane, okay? Alles klar. Super. In der ersten Runde. Oh, du musst immer drücken. In der ersten Runde wählen wir unser Land aus. Also da das. Ja, du hast gerade dein Land. Okay, also das ist jetzt ein Haus und so weiter. Gut gemacht. Sehr gut. Du bist ganz schön weit von der Stadt entfernt. Okay, ich nehme mal den Fluss für mich. Okay, ich Super. habe jetzt anscheinend richtig die Arschkarte, wenn es so weit weg Das ist deine ist. Schuld. Also, der Sinn des Spiels ist es einfach, so lange zu überleben, wie man kann. Und um Geld zu verdienen und auch noch Sachen wie Farming, also für Futter, für Essen, Energy, um deine Mews anzutreiben, Mining, um Wertstoffe zu bekommen. Farming, wie schon klar ist, brauchst du für Essen. Okay. Und ich bin gerade der Farmer. Ich bin der Bauer. Und mit meinem Mew hier, nehme ich einfach. Oh, nein, geh weg, zurück, du Idiot. Was? Egal. Okay, das war eigentlich meine Runde. Jetzt gehe ich noch zu einem Pop. Also nur zur Info, du musst in den Pop gehen, um deine Runde schnell zu beenden. Kriegst auch Geld dafür. Also super. Okay, du kannst das ja schon, wo du Und willst. ja, aber das ist nur. Oh, wie nett. Also, das ist jetzt mal die Runden von dem Computer. Die machen was immer. Und jetzt ist deine Runde. Okay. Jetzt bist du dran. Also, ja, erstmal ein Mew holen. Da. Ja, richtig. Reingehen, kaufen. Also, Leute, nur. Also, tut mir leid für den wegen kommen richtig lustigen Kommentar. Nimm einfach einen davon. Dann Energy, nehme ich Farm oder. auch Essen. Ja, okay. Also, tut mir leid für den Kommentar, wirklich. Commentary. Wir spielen es gerade ganz blind. Also, wir haben gerade keine Ahnung. Geh einfach so ein Haus. Keine Ahnung, was gerade passiert. Und ja.
Ja, einfach wieder zurück zum Pop gehen und einfach Geld machen. Ein wenig mit Gambling. Also, das hier ganz Mitte, in der Mitte. Cool. Top mein Geld. Vergiss nicht, du hast ein Zeitlimit. Wenn der nach unten geht, dann. Ach so. Beendet okay. es. Okay. Food. Ey! Yes! Wir haben Glück. Sehr Wir haben cool. Glück. Also, Food Output Up, Energy Reduce. Also, die beiden hier haben Energy. Also, sie produzieren Energy. Wir produzieren Food. Also, unsere Produktion wurde erhöht. Sehr gut. Glaube ich mal. Okay, das ist der Trading Session. Ja, wir verkaufen Sachen einfach an anderen Leuten. Also, wenn ich wollte, könnte ich einfach nur etwas von denen kaufen oder so. Aber ich will nicht. Denn das ist nur Wertstoffe. Also Smith Ore sind Wertstoffe. Okay. Also nicht so problematisch für uns wirklich. Ja. Und jetzt müssen wir warten einfach. Jetzt ist eigentlich unsere Zeit, Sachen zu kaufen. Aber ich würde einfach nein sagen, weil wer braucht denn zur Zeit Wertstoffe? Also Smith Ore. Und so weiter. Ich glaube, es gibt zwei Runden. Eins für jeder Resource, wirklich. Also in dieser Runde. Kann man eigentlich auch was bauen mit den Rohstoffen, oder? Keine Ahnung. Deswegen, ich habe nun. Das ist jetzt cool. Also unser Territorium. Okay. Also Usage. Jeden Tag benutzen wir etwas. Spoilage ist etwas, das verschwendet wurde. Ja, Produktion. Das ist unsere Produktion. Und Surplus ist alles, was wir verkaufen können, glaube ich mal. Okay. Also jetzt kommt der Verkaufsrunde. Store hat 16 Units. Und jetzt können wir einfach... Ja, wir wollen mal verkaufen, oder? Und Geld machen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Geld dann anstelle. Kann einfach nur weitere News verkaufen und so weiter. Also jede Runde... Okay, Units traded. Geld. Jetzt kannst du auch dich runter bewegen. Und du machst einfach nur Geld, ja? Okay. Cool, oder? Jetzt haben wir ein wenig Geld gemacht und nächste Runde, wir kaufen jetzt weitere Länder. Also wir bekommen jetzt noch ein Land. So, ja. Also, falls ihr jetzt nicht bemerkt habt, ist das Spiel irgendwie wie Civilization. Also. Dritte Runde, Set Energy. Ich will nichts machen. Was immer. Das Spiel ist irgendwie wie Civilization, wo wir zwei, wo wir einander irgendwie wirtschaftliche Feinde sind, irgendwie. Aber am Ende des Tages wollen wir alle auf diesem Planet hier überleben. Also müssen wir sicherstellen, dass wir alle genug Energie und genug Futter haben, Essen haben. Eins davon weg, kann ich sagen, wird es einfach nur Chaos geben. Zum Beispiel, wenn wir nicht genug Energie haben, wenn wir nicht genug Energie haben, dann können unsere Mew nicht nichts machen, also sie können nicht arbeiten. Wenn wir nicht genug Essen haben, sterben wir. Und keine Ahnung, was mit Smith auch passiert. Aber das. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie auch viel mehr als ich. Ich habe schon gesagt, ich habe schon ein wenig gespielt. Ja, wäre vielleicht auch mal gut gewesen für mich. Naja, es sollte auch blind sein. Erster Eindruck und so weiter. Ich habe noch nicht mehr den Mensch gespielt, also das ist irgendwie lustig. Und ich habe nicht mehr gespielt als eine Runde. Also, jetzt, was immer jetzt passiert, keine Ahnung. Okay. Überhaupt keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich das gleiche wie immer, aber. Stirbt man eigentlich, wenn man kein Essen mehr hat? Ich glaube schon, ja. Ja, das ist wie vorher. Wähle diesen Mal ein Land. Muss ich jetzt erstmal, oder? Nein, ist egal wer. Also ich. Ach, Scheiße. Fuck! Gebt mir auch Land, ihr Idioten! Muss ich auch noch was aussuchen? Ja, du musst noch etwas machen. Haha, okay, gut. Ich bin Blue Flapper. Wie jede Runde gehen wir zum New Carol. Wir kaufen uns ein New Paro.
Wir kaufen das Mew und wählen einfach eines von denen aus. Ich bräuchte mal ein wenig Energie, also kaufe ich mir einfach etwas für den Energieproduktion und ich setze es einfach auf mein neuer Plot of Land. Nein! Bleib dort, du dummes Ding. Nein, bleib dort, du dummes Ding. Pop. Gut. Und jetzt macht der Computer, was er mal alles machen wird. Hat auch Energie gemacht. Das gleiche wie ich. Es dauert ein wenig. Just receive a package from your home world. Relatives containing 3 food. Nett. Sie haben uns Essen gegeben. Deine Runde. Purple Gallimer. So. Dann gehe ich wieder Mühe kaufen. Ja. Yep. So, ich probiere jetzt mal Mining. Okay. Smith Ore. Okay. Also rausgehen, installieren. Und jo. Und jetzt wieder? Und ich. Nee, in die Stadt wieder und zum Ja, Pub. Stadt wieder. Ich habe keine Ahnung, ob wir mehr Mews kaufen können. Kann man probieren. Was passiert eigentlich, wenn das früher abläuft, als ich. Dann verlierst du eine Runde. Ey, was ist ein Mew? Ah, schneller. Renn! Komm schon! Renn! Falsche Richtung! Warum falsche Richtung? Geh mal nach oben. Nein! Geh mal nach oben. Kannst du auch. Da kann ich auch noch hier. Ich glaube nicht, dass du kannst, weil es. Ja, richtig, weil du es umwechselst. Ja, und dann wieder so in den Land hier mit den Farmen. Nein! Du hast ein Mew verloren! Du hast ein Mew verloren! Wie konnte das passieren? Vielleicht, weil du so lange gebraucht hast, glaube ich. Nein! Dann. Komm schon. Oh, geschafft. 52. Mining production half of normal. Du hast dein Arm Mew verloren. Das ist doch was, ne? Weil ich zu lange da rumgelatscht bin? Wahrscheinlich oder so, ne? Oh, du armer Mensch. Du armer. Ich bin ja nicht mal ein Mensch. Ich bin irgendwas. Oh ja, richtig. Du bist irgendwas. Ja, nichts zu spoilern. Ich hatte nichts mehr. Habe ich jetzt schon irgendwie am allerwenigsten Geld bekommen? Also, was ich heute gelernt habe, kauf keine zweite Mew, wenn du nicht so genug Zeit hast. Also, es sieht so aus, als hätte ich nicht genug. Also, ich behalte einfach meinen Stoff. Ich behalte meinen Stoff. Leute, das war schön. Ja, er will etwas kaufen. Der Arme will etwas kaufen. Seller a critical number. Ja, vergiss nicht, dass es so kaufen und so weiter. Falls du etwas kaufen willst, ein wenig Futter und Essen und so. Du hast ja Was habe ich denn jetzt gekauft? Du hast Essen gekauft! Du hast zugehört! Du hast einen gekauft, obwohl du einen Farm hast. Naja. Energy. Ja, unsere Mews würden es jetzt benutzen. Ehrlich. Wow. Oh, ein Energy! Ein Unit of Energy. Ich hab ganz schön wenig Energy. Irgendwie schon, also ich glaube, du musst etwas kaufen. Nein, bleib dort, du musst etwas kaufen. Ich verkauf dir mal etwas. Komm zu uns, Freund. Nein! Warum wollt ihr mir noch mehr geben? Wir wollen dein Geld! Gib uns dein Geld! Also man muss dann irgendwann kaufen. Nein, irgendwie nicht. Gib mir dein Geld, Anton! Also, das Spiel ist total aufregend.
Okay, ich bin nicht so scheiße. Ich hab genug Geld. 1700 ist genug. Was passiert, wenn ich in der Mitte stehen bleibe? Nicht. Gar nichts, ich glaube. Ey, zweite Runde. Status Summary Number 2. Mhm. $580. Yeah. Also du hast überlebt. Ja. Also ich meine nur, du hast überlebt. Zur zweiten Runde. Okay, zweite, dritte Runde. Wie immer. Kaufen wir uns mal die Sachen. Scheiße. Das hat ja Fuck. Nicht so gut gelacht. Nein. Kann man nicht, aber man kann auch nicht mehr als... Nein, du hast schon gekauft. Ich kaufe mir noch einen... Noch mehr Farm. Ich werde das Essen kontrollieren. Ja, ich weiß. Gib mir Mew. Ja. Das gleiche wie vorher. Ich teste mal Sachen. Ich teste mal, ob es klappt, um weitere Mews auf einmal zu haben oder nicht. Macht. Naja, ich habe genug Zeit und genug Geld. Okay, testen wir mal. Nein, geht nicht. Also ein Mew pro Land. Wirklich okay. Nur. Also nicht. Also wenigstens wissen wir das. Ich gehe noch auf so einen Pop, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Von ihr Geld. Und ich habe nichts zurückbekommen. Okay, jetzt Computer. Der kurz sich einfach den ganzen Ohr. Purple Gallimer. So. Neo Carol? Carol? Etwas auf Englisch. Dann geh ich jetzt hier nochmal hier in die Farm. Mhm. Warte mal, du brauchst doch Energie, oder? Keine Ahnung. Ich dachte, du brauchst Energie. Oder so, deswegen hast du wohl die ganze Zeit gekauft. Egal. Ein Mew pro Ort, wirklich. Das. Nein! Es ist schon wieder weggerannt. Ja, lach mich auf. Aber hier, warte, ich schaff das. Hier, schnell einen neuen gekauft und. Schnell, sonst verlierst du wieder. Wieder Mew verloren. Schnell. Ja, ich hab's sogar geschafft hier. Guck mal, du dort. Oh, pass mal. Was war da? Keine Ahnung. Aber es blinkt. Also, wie viele Mews hast du schon verloren? 2 nur. Was? Ah! Zum Glück war da nicht. Zum Glück war niemand dort. Ja. Smith, oh, ich hab nix. Ich hab 367, bin richtig rich. Ja, du hast ein Ohr. Du hast ein... Aber warum ist denn dein Typ so cool und hat 600 Money mehr als alle anderen? Keine Ahnung, weil diese Scheißklasse 600 mehr Gold, Taler, keine Ahnung, am Anfang gibt. Also ich hab 600... Dollar? Keine Ahnung. Ich nenne es mal Money. Money einfach am Anfang bekommen habe. Okay. Cheater Class, sag ich mal. Jetzt haben die aber voll das Geld bekommen. Jo. Ich warte mal auf Food. Warte mal, du hast ein Ohr, richtig. Du hast nur ein Ohr. Du kannst etwas verkaufen. 417! Mal gucken, ob ich schaffe, schon in den 20 Minuten hier zu sterben. Ist gleich fertig. Oh, ich schaff's nicht. Du schaffst nicht. Okay, previous amount. Food usage. Oh Gott, die haben. Spoilage. Ja, ich glaube, ein paar Leute müssen. Ich glaube, jemand muss von mir kaufen.
Ja, ich glaube, jemand muss von mir kaufen. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich mache einen Fett-Dollar. Ich glaube, ihr müsst von mir kaufen, oder? Ihr Kleinen? Give me money! Give me money! Oh. Und das war's. Das ist alles, was ich verkaufen kann. Du kaufst ja so eine Store. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich kein Geld mehr habe. Der Tester. Buy a strap for cash. Okay, es passiert nicht. Ich dachte irgendwie, da wäre schon das Ende, aber anscheinend, wenn ich erstmal kein Essen mehr habe oder so. Wahrscheinlich. Aber du hast 9. Ich glaube, du überlebst. Ja. Ich hoffe. Das macht Spaß. Ich habe nur viel Geld. Ja, du hast ja sogar noch mehr bekommen. Yes! Okay. 640. Lustig. Ich glaube, ich verkaufe gar nichts. Oh, nein, ich verkaufe ein wenig. Schrott. Ja, ich verkaufe ein wenig Geld. Gib mir dein Geld, Anton. Weil du brauchst gar nicht. Ja, selber. Kriegst du 15, wenn du mein Geld. Naja, wenn du willst. Ich glaube, dafür verkaufst du nicht mal was. Oh ja, gib mir dein Geld. Erreicht mein Ziel, habe ich erreicht. 2000. Oh, schnell. 39. Also wir enden das Spiel mit Anton auf 39. Und du 2013. Ja. Yep. Also, ja, ich glaube mal, das war's, oder? Ja, glaube ich. Wollen wir mal Schluss machen, oder? Ja. Cool. Also, ja, Leute, es ist Let's Play, glaube ich mal, oder zwei? Würden wir einen zweiten machen oder nicht? Glaub nicht, oder? Ich glaube, nee, ich glaube, das ist irgendwie sinnlos, oder? Ja, mit 39. Ey, 39. Nein, ein Witz. Also, ja, das Spiel macht gerade Spaß. Ist schon okay. Also, ja, danke fürs Zugucken, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Danke. Danke, Leute. Hat Spaß gemacht. Und man sieht sich. Bis morgen oder so.